Kochen an Bord Teil 3. Diesmal vor Anker. Nach dem späten Frühstück und dem frühen Mittagessen zaubert Schiffskoch Uli Krause ein weiteres einfaches Gericht auf die Teller der Crew. Ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen ruhig schön vor Anker liegen. Da kann ich jetzt mal in Ruhe kochen. Das war ja unterwegs ein bisschen kabbelig, aber immerhin, euch hat es allen geschmeckt. Und nun mache ich mal hier uns noch eine Kleinigkeit. Ich nenne das immer Schmalands Küchenmeister. Das ist einfach Reis mit gebratenen Bananen. Die Bananen werden in Ei gewälzt und dann mit gehobelten Mandeln paniert. Und dann nachher kurz angeschmort und dazu gibt es eine Currysoße. Nun zeige ich euch erstmal eine Currysoße, wie ich sie mache. Und jetzt mache ich natürlich mit Butter. Das ist eine Ausnahme, dass ich mit Butter koche. Hier ist schon ein bisschen heiß geworden, das muss ich mal ein bisschen zurücknehmen. Da schmore ich erstmal ein paar Zwiebeln an, schön klein gehackt. Die werden also ganz blond angebraten, also nicht jetzt braun oder so, sondern nur blond geschmort. So. Mein Reis kocht schon, also ich habe Reis aufgesetzt und zwar nehme ich immer mit Reis in Beutel, Kochbeutel. Dann habe ich nicht das Tüdelkram, wo die Tüte umkippt und der ganze Reis fliegt durcheinander beim Schaukeln. Da nehme ich dann für immer, da sind immer zwei Portionen drin und jetzt sind wir vier Mann an Bord und da nehme ich einfach zwei Beutel und die koche ich dann, das dauert 15 Minuten, dann habe ich schön Reis und habe keine Probleme mit einer Tüte. Hier habe ich mir schön frischen Curry mitgebracht. Nicht aus einer Dose, wo der schon zwei Jahre im Regal steht, im Kaufmannsladen, sondern hier weiß ich, der ist ein bisschen frisch und hat einen guten Geschmack. Den will ich schon mal aufmachen, dass ich ihn nachher gleich zur Hand habe. Während die Zwiebeln glasig gebraten werden, bereitet der Profi das Panieren der Bananen vor. Ich schlage schon mal das Ei auf zum Panieren der Bananen. Ui. So, schön aufgeschlagen. Hier die Mandeln. Die mache ich mir einfach hier mal in den Deckel rein, der muss sowieso nachher abgewaschen werden. Da paniere ich die nachher mit. Hier sind die Bananen, ich habe extra kleine Bananen genommen. So, wir sind vier Mann, kriegt jeder eine, das langt. Die Jungs haben schon den ganzen Tag gegessen. So, jetzt kommt hier ein bisschen Mehl ran. Das mache ich nach Schnauze. Jetzt wird das Mehl auch ein bisschen mit. Guck mal, so, das ist so die Konsistenz, die ich brauche. Nicht zu matschig, da kommt ja noch das Pulver von Curry dazu. Lasse ich jetzt auch ein bisschen schmoren. Muss immer ein bisschen schmoren, sonst ist so ein Mehlgeschmack bleibt dann über, wenn man das nicht richtig schmort. Und nur zum Andicken nimmt oder anrührt mit Kaltwasser und dann ist das gut oder so. Das ist also nicht so schön. Also immer schmoren lassen. Jetzt kommt das Curry hinzu. Wer es ganz genau wissen will, bei vier Personen kann man 8 Esslöffel Currypulver nehmen. Aber frei nach Schnauze geht auch. Wird jetzt auch eine Weile geschmort. Dann mache ich hier auch noch ein paar Mandeln rein. So, jetzt drehe ich das wieder ein bisschen auf und dann lösche ich das mit Milch ab. Und zwar hat ja jeder immer an Bord, sollte jeder haben, kann man ja, habe ich schon gesagt, für alles Mögliche benutzen. Und das lässt sich dann immer, damit kann man alles machen. So.
Und dann, jetzt muss ich natürlich ständig rühren, dass es nicht klumpt, dass es schön frei ist. In der Zwischenzeit nehme ich den Reis raus. Da mache ich noch ein bisschen Kurkuma ran, um das ein bisschen zu verfeinern. Und etwas Zucker. Nur so eine Prise. Das ist schon genug. Und wenn ich jetzt sehe, dass meine Konsistenz zu dick wird, dann kann ich immer noch ein bisschen Milch nachmachen. So, hier mache ich jetzt, brate ich gleich die Bananen. Am besten ist der indische Curry. Habe ich früher immer in Durban, in Südafrika, auf dem Markt gekauft, wenn ich da mit dem Schiff war. Das war immer herrlich, da über den Markt zu gehen und mit den Indern zu handeln. Okay, alles wunderbar. Currysoße à la Uli ist fertig. Jetzt kann es den Bananen an den Kragen gehen. Sie werden leicht platt gedrückt und im Eigelb gewendet. Dann paniert sie der Profi mit den Mandelsplittern. Anschließend werden die panierten Bananen kurz in der Pfanne knusprig goldgelb gebraten. Übrigens, die gebackene Banane eignet sich ohne Reis auch als Nachtisch. Mal was anderes. Zusammen mit dem Reis und der selbstgemachten Currysoße ist es aber auch ein leckeres vegetarisches Hauptgericht. Und dass Schmalhans hier Küchenmeister war, merkt man gar nicht. Doch damit nicht genug. Uli Krause werkelt schon wieder unter Deck. Wir haben jetzt erstmal klar vom Skipper. Wir werden also heute Abend noch schön an Land segeln. Wir werden also bei Zeiten da sein. Und da habe ich gedacht, dass wir schön grillen. Da mache ich also einmal Lachs. Und dass ich danach an Land nicht so viel Arbeit habe, bereite ich hier ein bisschen was vor. Das heißt Lachs in Silberfolie mit Porree-Gemüse und frischen Erbsen. Und die habe ich geschmort schon. Das habe ich schon vorweg gemacht im Hafen. Habe ich schön geschmort. Und jetzt schneide ich den Lachs in Würfel und werde dann die schön kurz anbraten, reinmachen, ein bisschen stehen lassen und dann fülle ich die in Silberpapier. Und zwar habe ich so ein bisschen so eine Enten vorbereitet. Das sieht ein bisschen schicker aus. Wenn die eine Füllung haben, kann ich die noch ein bisschen besser hinbiegen. Und dann kommen die nachher auf den Grill und dann braucht man das praktisch nur noch gut erhitzen. Und dann hat man eine wunderbare Vorspeise. Wir haben ja noch schöne Rumpsteaks und Bratwurst mit, sodass wir also das dann schön als Vorspeise haben können. Übrigens, beim Gemüse handelt es sich um Lauch, Erbsen, Zwiebeln, frischen Dill und Knoblauch, das zuvor in einer Pfanne geschmort wurde. Doch jetzt muss der Lachs geschnitten werden. Einmal der Länge nach. Lachs kriegst du ja überall heutzutage zu kaufen. Und im Grunde genommen ist das kein Problem. Den gibt es auch eingefroren, den gibt es vakuumverpackt, so dass man ihn auch für ein paar Tage an Bord mitholen nehmen kann. Und außerdem gibt es ihn auf der ganzen Welt. Du kannst hinfahren, wo du willst. Lachs kriegst du überall. Schneide ich jetzt in Würfel, würze ihn ein bisschen. Mit Salz und Pfeffer. Mischt das ein bisschen schön. Guck mal, ob die Pfanne schon heiß ist. Schmeiß einen rein. Ja, wird so langsam. Jetzt fehlt es nur noch an dem gewissen Etwas. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen Chili rein. Ich habe hier so erbgepackten Chili. Ich kenne einen in Spanien, der hat so eine Chili-Farm. Und der tut dann immer so in kleinen Paketen das überall in den Kneipen anbieten. Und von denen hole ich mir natürlich immer ein bisschen was, weil der Junge braucht ein paar Euro. So, das genügt schon. 2 Minuten braten reicht bei den Lachswürfeln schon aus. Ich nehme den jetzt mal raus.
und mache jetzt hier mein Gemüse nochmal. Heiß. Extra so habe ich den Geschmack vom Lachs noch, von dem Fett vom Lachs, das habe ich dann einen schönen Geschmacksverstärker noch. Und tu dann vorsichtig nachher das, den Fisch unterziehen, sonst geht dann nachher, bröckelt das alles so auseinander. So, jetzt ziehe ich den ein bisschen unter hier, kommt da wieder rein. Dann nehme ich mal lieber eine Palette. Fängt das mal ein bisschen, das mischt besser als wie diese Rührerei, man geht auch so viel kaputt. Und damit ist das fertig. Das heißt, es wird angerichtet. So, und dann kann ich die noch mal ein bisschen formen. Mach sie ein bisschen zu. Und dann habe ich eine wunderbare Ente und so fülle ich die jetzt alle. Und später an Land gibt es dann gefüllte Ente mit Lachswürfeln vom Grill. Eine sehr schmackhafte Vorspeise. Mit schön Gemüse drin und unser Grillfeuer ist voll in die Gange und ich denke mal, dass wir in 5 Minuten essen können. Hier unten haben wir unsere Steaks. Die sind von einem Rind aus dem Rostbeef geschnitten. Gut abgehangen, zart. Ich kaufe nie vormariniertes Fleisch. Da weiß man nie, ob das frisch ist. Denn wenn ich Schlachter wäre, würde ich immer das Ältere nehmen, was ich mariniere. Dann merkt das keiner. Also ich kaufe immer so und brate das wie zu Hause, nicht vorher einlegen. Würze das nachher, wenn es fertig ist, ein bisschen mit Salz und Pfeffer und fertig aus. War ein schöner Tag, hat viel Spaß gemacht mit euch. Und wir haben hier noch eine wunderbare Grillecke gefunden und werden wir noch den Rest verbringen. Unser Kumpel hier, der hat uns noch ein paar Getränke geholt, jetzt haben wir auch ein Bier, haben den ganzen Tag nichts getrunken. Weil bei der Seefahrt soll man ja erst im Hafen trinken, Alkohol, Wasser ja. Und da haben wir uns dran gehalten. Na klar. Übrigens, beim Grillen der Steaks gibt es eine altbekannte Methode zum Erkennen der Garstufe. Also wenn ich jetzt wissen will, wie die Steaks, ich weiß das so. Aber wenn ich das nicht weiß, dann kann ich dann zum Beispiel, wenn ich die rechte Hand an die Stirn und die linke auf Stirn, wenn das so sich anfühlt wie meine Stirn, dann ist es durchgebraten. Gehe ich an die Nase, ist es so halb durch. Gehe ich an die Lippe, die ist ja weich. Dann ist es blutig. Da kann man das merken, wenn man keine Ahnung hat. Aber normalerweise jeder, die meisten können das fühlen. Ein kulinarisch sehr erfüllender Tag geht zu Ende. Und wir sind um einige Ideen für eine abwechslungsreiche Bordküche schlauer. Wer jetzt keinen Hunger bekommen hat, naja, dem ist wohl nicht mehr zu helfen.